Ei, gute Servus, grüezi und hallo. Willkommen zurück bei einer neuen Runde WoT. Und es geht gleich weiter mit dem IS3. Warum denn IS3 jetzt eigentlich die ganze Zeit? Immer und immer wieder, weil erstens habe ich es nicht mehr weit bis zur Top Gun. Und ab der Top Gun macht das Ding richtig Spaß. Woher ich das weiß? Durch die Vorgänger. Da war das immer so gewesen. Sobald ich die Top Gun hatte, ging das Ding ab wie ein Schnitzel. Beziehungsweise die Dinger. Bei dem KV, bei dem KV-1S und auch bei dem IS. Am Anfang doch recht nervig zu spielen, aber mit der Top Gun, wow. Aber hier kommen wir jetzt erstmal zum Bergpass, Schnee, Standardgefecht. Wir haben hier eine kleine Achterrunde. Die Gegner haben zwei Achter mehr. Los geht's. Autsch. Und dafür haben wir gerade mal einen Siemer mehr. Naja, gut, die zwei Siemer jetzt wegen den zwei Achtern jetzt mal, wow. Oh, das überrascht mich dann jetzt doch sehr. Aber ich versuche mein Bestes zu geben. Arti, was haben wir denn als Arti überhaupt? Wir haben einmal die SU-8. Das müsste die russische sein. Und die Gegner haben eine 6er Hummel. Das ist die deutsche Arti. So, auf die Brücke geht keiner. Ist vielleicht jetzt auch nicht so verkehrt. Da kann ich die Gegner eventuell hier zurückhalten. Wenn natürlich gleich direkt zwei Achter um die Ecke kommen, mache ich natürlich direkt die Biege. Alleine habe ich da keine Chance. Links, rechts gut aufgesplittet und ich brauche nur zu gucken, dass die uns jetzt nicht aus der Mitte eventuell von hinten holen. Von daher brauche ich hier auch nicht wirklich weit nach vorne fahren. So, direkt. Wo steht der denn? Da kriegt er natürlich von mir direkt einer eingeschenkt. Und der Richtschütze? Na, der muss sofort wiederbelebt werden. Na, ich müsste doch scouten. Der Jagdpanther ist gerade für mich der größere Gegner. Oh nein. Kein Munitionstreffer. Das kann ich nicht gebrauchen. Jawohl. Also ich kriege hier gerade alles ab. Leute, ich bräuchte da unbedingt mal Hilfe. So, sobald ich kann, fahre ich zurück. Nur die Kette braucht noch eine ganze Weile, bis sie wieder ganz ist. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Na, auf dem Löwe komme ich frontal ganz schlecht durch. Unsere Arti könnte mir da echt behilflich sein. Wir haben sie böse erwischt. Wenn die Arti da bloß mal schießen würde. Meine Kette ist immer noch kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich weiß, dass ich nur auf die Kette schieße, aber ich versuche immer noch, dass da die Arti mit drauf schießt. Ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Den Löwe habe ich ganz selten vor mir. Und wenn er mich weiterhin so kettet, bin ich bald Geschichte. Das war jetzt mal ein Versuch auf Blindshot. Oh Mann. Und jetzt weg, 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 weg. Oh, das habe ich jetzt ganz knapp überlebt. Ganz knapp. So, Kollege. Jetzt ist dein Part gekommen. Ich kann nichts mehr machen. 30 Strukturpunkte. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Sichtgeräte wieder einsatzbereit. Wir sehen wieder mehr. Dadurch, dass mein Fahrer jetzt natürlich auch noch ins Gras gebissen hat und ich das Erste-Hilfe-Paket für mein Richtschützen ausgegeben habe, bin ich jetzt natürlich jetzt auch wieder etwas langsamer unterwegs. Aber man soll ja in der heutigen Zeit entschleunigen. Jetzt ist die Frage, was mache ich?
Was mache ich? Steht 4 zu 5 für die Gegner momentan. Was jetzt nicht viel zu heißen hat. Aber ich bin heilfroh, dass der T-32 zu Hilfe gekommen ist. Aber ich bleib da jetzt auch nicht wirklich. Ich bleib da jetzt aber auch nicht stehen bei dem T-32, weil. Ja, sobald ich einmal um die Ecke gucken würde, an der Stelle bin ich ganz schnell Opfer. Weil die Gegner mich sehr schnell drauf eben. Oder beziehungsweise drauf haben in dem Moment. Da runterfahren kann ich jetzt auch ganz schlicht. Vielleicht sehe ich hier drüben auf dem Berg, den hier oben stehen. Leider nicht. Oh. Na, ich würde ganz gerne helfen, E25. Aber hier hilft die Arti. Wunderbar. Oh, auf der rechten Seite brechen sie jetzt langsam durch. Das mit dem Jagdpanther bekommen die schon auf die Reihe. Jetzt kommen die natürlich von hinten direkt durch. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich? Bleibe ich jetzt so weiter hinten, kommen sie mir direkt drauf. Deswegen versuche ich eher noch meine Leute mit zu unterstützen, dass sie die Base capturen können, bevor es die anderen tun. Zumindest hoffe ich das. Oder ich bekomme gleich von rechts einer eingeschenkt. Was lebt denn bei den Gegnern noch? Ach, herrje, viel zu viel. Viel zu viele Achter noch am Leben. Ja, dass da jemand ist, das glaube ich dir. Oh, wei, oh, wei. Wenn der Fahrer nicht mehr da ist, das ist ein herber Verlust. Aber die Geschwindigkeit bin ich von dem Tank sowieso schon gewohnt. Beziehungsweise ich bin das von noch langsameren Tanks gewohnt. Meine Güte, was ist denn hier los? Wer einmal die AT-Reihe gefahren ist, der weiß, was Langsamkeit bedeutet. So, jetzt müssen wir ganz schnell die Base capturen. Sind schon 3 Stück drin. So, wer fährt denn da eigentlich mit? Der Tiger 2. Oh, das werden wir nicht mehr schaffen. Und wir sind alle ganz gut angeschreckt. Da machst du leider nicht mehr viel. Nein, das war kein schönes Gefecht. Stallwand. Erhalten Sie mehr potenziellen Schaden als alle anderen im Team. So, was haben wir denn? Also 7000 Credits habe ich noch verdient mit Premium, 976 EP. Ohne Premium wäre das wieder eine Runde gewesen mit 3200 minus an Credits und 651 EP nur. Was habe ich denn dann so angerichtet? Auch nicht sehr viel. 555 Schaden habe ich ermöglicht, 595 Schaden habe ich selber gemacht. Ich habe 9 Direkttreffer und 5 Wirkungstreffer damit erzielt. Was bei dem Schadensmodell nicht so ganz hinkommt. Aber na gut, dann machst du nichts. Am besten direkt weiter zur nächsten Runde. Wobei ich finde, dass die Runde nicht so schlecht gelaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur auf der Brücke hätte ich viel eher Unterstützung gebraucht. Viel eher. Aber ich habe aber auch viel einstecken müssen. Und ich habe auch viel ausgehalten. Und wäre ich nicht auf der Brücke gewesen, hätten sie uns noch über die Brücke ganz schnell aufgeraucht und hätten wir es definitiv noch verloren. Also beziehungsweise hätten sie uns alle noch weggeraucht. Gut, wir haben es jetzt eh verloren, aber
Ja, mir gehen die Ausreden aus. Verdammt. So, was haben wir denn hier? Kumarin, Standardgefecht. Hier kommt recht häufig, muss ich sagen. Also, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist die jetzt in der Aufnahme jetzt schon zum vierten Mal dabei. Oder sogar schon zum fünften Mal. Ach du mein lieber Herr Gesangsverein. Ein Zehnergefecht. Und das ist eine große Lobby. Los geht's! Boah, was mache ich hier und was soll ich tun? Das ist ouch. Okay, jedes Team hat eine Arti. Wir haben den GW Tiger P. Das ist die deutsche Arti. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist die Lore 155 eine Arti. Bin mir allerdings nicht so ganz sicher. Wo fahren sie denn alle hin? Ich weiß, jetzt müsste man eigentlich hier drüben noch ein paar mitfahren, dass einer scoutet. Das könnte ich sogar vielleicht tun. Moment. Die Jagdtanks sind zwar gut. Allerdings brauchen die auch einen Scout. Und die Aufgabe könnte ich jetzt mal versuchen zu übernehmen. Das heißt allerdings nicht über die Straße fahren. Weil dann werde ich direkt aus der Mitte heraus gesehen. Und das ist auch nicht so gut. Und da sieht man schon unten auf der Map, da kommen sie schon rüber. Deswegen werde ich mich jetzt so ein bisschen am Rande entlang bewegen und mich dann hinter das nächstbeste Haus stellen und schauen, was ich für die Jagdtanks und für die Arti hier von scouten kann. Weil die brauchen ganz dringend jemanden, der hier ein bisschen Aufklärung betreibt. Allzu weit vorfahren sollte ich nicht, denn die maximale Reichweite beträgt in World of Tanks maximal 500 Meter. Und wenn ich zu weit nach vorne fahre, beziehungsweise, ja, ich sag mal, viel zu weit nach vorne fahre, dann decke ich Gegner auf, an die unsere Jagdtanks schon gar nicht mehr herankommen. Ganz wichtig, wenn man scoutet, am besten nicht schießen, dann ist man nicht sofort aufgedeckt. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass unsere Jagdtanks was machen können. Wobei ich mich auch mal ein bisschen weiter ans Haus ranstellen muss. Kann natürlich auch sein, dass die gegnerische Arti auf mich zielt. Und ich brauche definitiv Hilfe. Die werden mich jetzt ganz schnell wegrushen. Das war doch nicht so eine gute Idee. War zwar gut gemeint, aber schlecht ausgeführt. Oh. Na, das lasse ich mal lieber noch. Bekommen wir sonst immer Munitionstreffer. Oh, der schießt einmal und ich bin fast weg. Au. Kann ich nur hoffen, dass ich hier noch unterstützt werde. Und er bricht direkt durch. Komm, ich kann ihn wenigstens noch ketten. Das ist das Einzige, was ich noch tun kann. Bitte tötet ihn. Nein. Ich habe guten Willen bewiesen. Ganz ehrlich, aber gegen einen E-100, da mache ich nichts mehr. Und vor allem dann noch ein T-110 ES. Unmöglich. Und wenn sie dann auch noch so auf Press spielen, habe ich keine Chance mehr. Ja, das war wieder mal eine Runde, wo ich viel zu schnell geplatzt bin. Aber ich meine, hätte ich wieder hinten gestanden, dann hätten sie wieder rumgemeckert, fahren nach vorne, in dem Zehnergefecht. Aber Also ich bin der Auffassung, dass ich hier gute Arbeit geleistet habe. Ich habe Aufklärung für unseren Jagdtank betrieben. Weil wenn die da oben auf dem Berg stehen, sind zwar gute Positionen. Aber wenn die unten aus dem Dorf rauskommen und der erste scoutet, können die dahinter schon längst drauf schießen. Und da die Positionen in den Klassen definitiv bekannt sind, wird da schon vorgeaimt.
Und da ist es recht gefährlich. Hier konnte ich damit die Leute noch vorwarnen und bin der Meinung, es hat was gebracht. EP-mäßig wird mir das eh nicht viel bringen. Aber ja, was tut man nicht alles fürs Team? Oh, das war ein sahnemäßiger Schuss. Ja, wo ein Jagdpanzer auf E100 hinschießt, da wächst nicht mehr viel. Ja, sieht er ihn oder sieht er ihn nicht? Oh, er sieht ihn. 900 Schaden macht er dem. 900 Schaden. Wow. Na hey, wir sind in dem 10er-Gefecht, also von daher. Also ich mit meiner mittleren Gun verteile immerhin noch 400er Klatschen, beziehungsweise 350 bis 450er Klatschen. Aber bei den 900ern, da kann ich mich hinten anstellen. Also bei den 900 Schaden hier. So, was macht denn der Scout hier? Ja, wenn ich so ein kleiner Scout gewesen wäre, dann hätte ich mir auch ein bisschen mehr trauen können mit dem Hin- und Herfahren. Dann wäre ich auch schneller weggekommen vom E100 eventuell. Aber das weiß ich nicht. 1000 Schaden hat er da hinten gerade kassiert. Was hat ihn da bitte schön geschossen? Ein Objekt 258. Tja. Und da werde ich mit meinen lächerlichen 400 Schaden, die ich austeilen kann, oder 450 maximal, werde ich in solche Lobbys gesteckt. Naja. Der ging anscheinend daneben. Oh, die gegnerische Art ist schon mal gescoutet. Und das sieht recht gut für uns aus. 11 zu 6. 12 zu 6. Also die Runde haben wir definitiv gewonnen. Nur schade, dass ich nicht so viel reißen konnte. Ich habe gerade mal einen Gegner entdeckt. Zweimal ketten konnte ich einen Gegner. Und der wurde dann dementsprechend zwei bis dreimal getroffen. Aber trotzdem kommt dabei für mich nicht sehr viel rum. Aber ich meine solche 1500 Schaden. Ja, natürlich. Dafür muss ich dreimal schießen. Das wäre sogar ohne Premium, wäre das sogar noch ein Plus gewesen. So, mit Premium habe ich 13.300 Credits verdient. 1.200 EP. Ohne Premium wären das 4.000 Credits und 828 EP. So, was habe ich denn so gemacht? Jo, nichts. 1.400 Schaden habe ich ermöglicht durch das Aufspotten bzw. Scouten. Und Schaden habe ich überhaupt nichts verteilt. Obwohl, Direkttreffer habe ich 2, Wirkungstreffer 2. Das sind die 2 Catch-Schüsse. Ja, da gibt es eigentlich nur noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für Kritik jeglicher Art bin ich immer zu haben. Ich kann nur daraus lernen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.